Das ist eine schwierige Situation, in der sich meistens Frauen befinden. Das zeigt die aktuelle Kriminalitätsstatistik, die gestern in Berlin vorgestellt wurde. Wir gucken mal drauf. Insgesamt wurden gut 143.600 Fälle von Gewalt in der Partnerschaft gemeldet. Dunkelziffer wesentlich höher. 80% der Opfer Frauen. Tatverdächtige zu fast 80% Männer. Wie gehen wir als Gesellschaft das an, dass alle drei Tage eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner sogar getötet wird? Fragen wir die Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Sie war gestern bei der Präsentation dieser Statistik dabei und ist heute in unserem Hauptstadtstudio bei Michael Strempel. Guten Morgen. Guten Morgen und herzlich willkommen, Lisa Paus. Frau Paus, das Fallbeispiel, was wir gesehen haben, das ist natürlich extrem bedrückend. Die Zahlen, die Sie gestern mit vorgestellt haben, sind es auch. Und die nehmen auch noch zu, wenn man sich einen Zeitraum von 5 Jahren ansieht. Es gibt so leichte Dellen in der Kurve, aber insgesamt steigt die an. Haben Sie eine Erklärung? Das sind nur die offiziellen Zahlen. Und das sind nur die offiziellen Zahlen, hohe Dunkelziffer. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das so sein könnte? Ja, wir haben das, glaube ich, viel zu lange verharmlost. Die Frau hat es ja auch gerade noch mal gesagt, als Beziehungstat, als was, was individuell passiert. Aber es ist eben keine individuelle Geschichte. Wenn eben an jedem dritten Tag in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet wird, dann sehen wir, das ist ein Massenphänomen. Das passiert überall in unserer Gesellschaft, mittendrin, nicht nur am Rand. Und es passiert in der Stadt genauso wie auf dem Land. Und deswegen ist es gut, dass es jetzt breiter auch in der Öffentlichkeit ist. Und wir müssen etwas dagegen tun. Diese Bundesregierung hat unterschrieben die sogenannte Istanbul-Konvention. Damit haben wir uns verpflichtet, dass Frauen ein Recht auf Schutz vor Gewalt haben. Wir haben eine gute Struktur in Deutschland. Es gibt Frauenhäuser, es gibt Beratungsstellen, aber sie sind noch nicht gut genug. Die Empörung ist nämlich das eine, aber das, was daraus folgt, ist ja gar nicht so einfach, weil Beziehungen sind nun mal am Anfang meistens von dieser Gewalttat gewesen und da ist die Hemmschwelle zur Polizei zu gehen oft so wahnsinnig hoch. Was kann man den Opfern anbieten? Tatsächlich darauf aufmerksam zu machen, es gibt Hilfe. Wir hatten gestern ja auch dabei die Leiterin des Hilfetelefons. An dieses Hilfetelefon kann man sich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche wenden. Und das Angebot ist auch in verschiedenen Sprachen. Und die sind wirklich für die Frauen da. Und immer wenn bekannt wird, dass es diese Hilfetelefone und diese Hilfeangebote gibt, dann gibt es auch eine entsprechende positive Rückmeldung. Dann trauen sich tatsächlich die Frauen, sich diese Hilfe auch zu holen, dort anzurufen. Deswegen ist es ganz wichtig, was Sie heute Morgen auch tun, zum Beispiel auf dieses Hilfetelefon hinzuweisen. Ein Telefon ist das eine, man braucht aber auch persönliche Ansprechpartner in solchen Extremsituationen. Bundesfamilienministerin ist für solche Einrichtungen auch zuständig. Haben Sie das Gefühl, es gibt genug? Sind die Einrichtungen für die Menschen leicht genug, schnell genug erreichbar? Also das Hilfetelefon beispielsweise wird tatsächlich von meinem Haus finanziert. Insgesamt liegt die Zuständigkeit aber bei den Kommunen und bei den Ländern. Wir haben derzeit 350 Frauenhäuser in Deutschland, 100 Schutzwohnungen und wir haben auch 600 Beratungsstellen in Deutschland. Aber das ist tatsächlich noch nicht gut genug. Und deswegen brauchen wir einen verlässlichen Rechtsrahmen. Wir als Ampel haben uns darauf verständigt, dass wir das mit den Ländern gemeinsam erreichen wollen, damit eben tatsächlich jede Frau, die Schutz braucht, auch Schutz bekommt, damit sie auch nicht alleingelassen wird mit den Folgen der Gewalt und damit sie hoffentlich danach auch ein gewaltfreies Leben bekommen kann. Auslöser von häuslicher Gewalt, die überwiegend ja Frauen trifft, ist ganz oft Stress zu Hause. Dass man mit den Belastungen nicht mehr klarkommt. Und wir leben gerade in einer Dauerkrisenphase. Und da ist der Stress in häuslichen Gemeinschaften, in Familien ganz besonders hoch. Tut hier die Bundesregierung genug, um Partnerschaften und Familien zu entlasten in der jetzigen schwierigen Situation? Also wir haben ja wirklich mehrere Entlastungspakete geschnürt. Wir haben jetzt auch den großen Abwehrschirm gemacht. Und gestern ist auch noch mal deutlich geworden, ja. Speziell die Familien, meine ich. Ne? Speziell die Familien haben wir entlastet mit vielfachen Maßnahmen. Also wir haben das Kindergeld erhöht, wir haben den Kinderzuschlag erhöht, wir machen eine Wohngeldreform, wir machen einen großen Schirm zum Thema Energiepreise, also Gaspreise und auch Stromkosten. Also von daher, diese finanzielle Entlastung ist deutlich da. Bei diesen Taten spreche ich
auch von Femiziden, weil sie haben viel zu tun mit stereotypen Rollenbildern. Diese Frauen, die werden drangsaliert und auch getötet, einfach weil sie Frauen sind. Weil oft noch diese Vorstellung da ist, das ist mein Besitz. Und es ist keine Vorstellung von Partnerschaftlichkeit auf Augenhöhe. Da können wir auch in der Kommunikation noch deutlich besser werden. Aber wir müssen es erstmal als das bezeichnen, was es ist. Es sind Femizide, also weil Männer nicht damit klarkommen, dass sie eben die Macht verlieren, dass sie Kontrolle verlieren. Und dann passiert Gewalt. Und auch dagegen müssen wir uns klar zur Wehr setzen. Sagt die Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Danke für den Besuch heute Morgen bei uns. Und weiter geht's mit euch in Köln.